schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Dennis hier, aka Frankenstein, auch immer noch auf Sylt. Ja, und heute stelle ich euch meine fünf Lady-Killer-Düfte für den Sommer vor. Diese Düfte killen die Ladies einfach. Das ist einfach Fakt. Wahrscheinlich wird auch noch Teil 2 kommen, weil ich habe extra mal fünf gemacht, um das nicht immer zu extrem zu machen, weil es ist auch nicht so einfach und auch nicht jeden Duft einfach raushauen. Aber diese fünf Düfte, zwei habe ich nicht davon da, weil ich, wie gesagt, im Urlaub bin, in unserer Wohnung auf Sylt und nicht zu Hause in Hamburg. Drei habe ich mit, zwei werde ich einblenden. So, wir fangen mal mit dem ersten an. Ich habe ihn noch nicht so lange, aber er geht wirklich, weil er kommt einfach gut an. Und zwar Lom Ideal Cool von Glöhn, wie ich immer so schön sage. Ja, hammergeiler Duft, Minze, und ihr wisst es, ich wiederhole mich, ich bin kein Fan von Minze, aber hier, wow. Und vor allen Dingen riecht dieser Duft in der Luft wie Waldmeister. Und heult sich ein bisschen Hintergrund und dann frisch. Und die Minze, das ist absolut, ja, ein Meisterwerk, würde ich schon sagen. Also der gefällt mir richtig gut. Und ich kann zu der Marke so und so nicht viel sagen, weil sie macht einfach perfekte Düfte. Das ist einfach so. Ich bin jetzt gespannt auf den neuen Duft, der jetzt kommt. Und das Lom Ideal Extreme, glaube ich, habe ich nämlich noch nicht, und den muss ich mir noch zulegen. Kenne ihn aber auch saugut. So, der nächste, Creed Aventus Cologne. Absolut nice. Auch bei meiner Frau, sie macht Aventus nicht. Ne? Macht sie überhaupt nicht. Aber das Cologne macht sie. Und das ist das. Ich habe auch schon Komplimente auf der Insel für diesen Duft bekommen. Es ist einfach frisch, und hier kommt der Dufte nicht über die Ananas, sondern über die Mandarinen. Und das Schöne ist, auch trotzdem die DNA von den Original Aventus drin, riecht aber nicht so penetrant oder im Endeffekt nicht so oder gar nicht nach Ananas, auch wenn die DNA vorhanden ist. So, hier kommt, wie gesagt, alles über die Mandarine. Das Schöne ist, es ist auch Versace Pour Homme drin, könnte man so sagen, riecht nämlich so. Und dann die DNA von Creed. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr jetzt den Original Creed habt, und Versace Pour Homme mal testen, aber den kommt, oder ihr bekommt das trotzdem nicht so hin wie bei einem Aventus Cologne. Und im Sommer, wenn es richtig heiß ist, wenn es richtig warm ist, also bei 20 Grad, 18 Grad, nur mit Hoodie an und so, ist der schon nice. Aber dann, wenn es richtig warm ist, noch geiler. Also Aventus Cologne. So, der nächste, den werde ich jetzt mal einblenden. Das ist der Roger Elysium, das Cologne. So, das ist ein fruchtiger, holziger Duft. Was soll ich zu diesem Duft sagen? Das ist die Kopfnote, ist einer der besten ever. Für mich persönlich, schreibt unten mal gerne in die Kommentare. Das ist ein Duft. Die Kopfnote ist wirklich, kommt, 1 Million, ja. Auch eine pervers gute Kopfnote. Früher jedenfalls. Jetzt nichts mehr Besonderes. Trotzdem auch gut. Aber von Elysium, wow. Also diese Kopfnote von der Fruchtigkeit und dann gleich das Holzige. Hätte der nur mehr Dampf. Hat er leider nicht. Das ist das Schade. Aber auch der Flakon, ich habe ihn ja zu Hause, wie gesagt, wenn es richtig warm ist oder 20, 25 Grad, trage ich ihn einfach gern. Ich habe ihn nicht mit hier mitgenommen, weil es würde aufpassen, aber da habe ich andere vorgezogen. Er ist aber richtig nice. Ja, er kostet etwas mehr. Aber das zusammen schon. Diese brutal perverse Kopfnote ist wahnsinnig. Also, ich habe schon viele fruchtige Düfte gerochen. So, und nicht in süße, sondern normale. Aber das kriegt man irgendwie. Und weiß nicht, ich kann das. Das ist, ich bin jedes Mal sprachlos. Jedes Mal. Und er ist nicht mit dem Bleu de Chanel und so zu vergleichen, weil das viele machen. Absolut nein. So, ich habe auch Bleu de Chanel. Finde ich sehr gut, aber kann man nicht vergleichen, wirklich nicht. So. Ja, Gritti Pomelo Sorrento muss auch da rein. Er kommt einfach so gut an. Frische Düfte, zitrische Düfte etc. mögen Frauen. Ihr wisst das. Auch ja, Kaugummi-Düfte eigentlich auch. Das ist jetzt ein bisschen weit. Das ist jetzt mehr für Winter, weil meistens ja süß. Aber Duschgel-Düfte. Absolut. Ja, es mögen die Frauen. Und dieser Duft riecht wie Bora Bora. Malediven habe ich ja schon oft gesagt. Es ist einfach frisch, zitrisch. Wie eine Zitronenschale müsst ihr das eigentlich schon sehen. Und der einzige Flakon bei mir, soweit ich weiß, den man so hinstellt. Gute Idee. Schöner Flakon. Oh. Und er hat eine gute 3, 4 Stunden, die er wirklich ausstrahlt, richtig gut in der Wärme. Das ist das Geile. Hält so 6 bis 7 Stunden, geht er schnell runter, aber
Geil. Absolut geil. Grietti Pomelo Sorrento. Ich habe auch noch einen anderen Grietti, den werde ich euch, wenn ich in Hamburg bin, wieder vorstellen. Oder nicht wieder vorstellen, mal vorstellen. Auf jeden Fall der hier, der Pomelo Sorrento, ist im Sommer am Strand, ganz ehrlich, an der Bar, unschlagbar. Vor allen Dingen auch bei Frauen ist das ist einfach ein Ladykiller. So, und zu guter Letzt, Louis Vuitton Afternoon Swim. Den habe ich hier nicht mitgenommen, weil das ist eher weg. Ich finde Sommer. Orange, Orange, Orange. Mehr müsste eigentlich gar nicht. Frische Orange, Mandarine noch drin. Ich glaube auch Amber, aber war der Meinung, es ist wirklich einfach ein Orange. Und es ist einer der besten, geilsten Sommerdüfte, die es eigentlich gibt. Bis jetzt. Ich zu viele, weil der Grid ist auch gut, aber der Afternoon Swim hat richtig. Ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt leider nicht hier zu sprühen. Wie gesagt, der ist in Hamburg, aber wow. Saugut und jede Frau bis jetzt macht diesen Duft. Selbst zur Nicht-Sommerzeit. So, jede, wenn du den testest oder wenn der Frau sagt, hier teste den mal, es gibt nicht, oder auch nicht nur Frauen, auch Männer. Es ist einfach dieser Duft, vielleicht sogar mit der beste von Louis Vuitton. Aber ich kenne noch nicht alle, aber ich kann mir das so vorstellen. Ich kenne, da ist jetzt ein neuer rausgekommen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, Stars auf. Keine Ahnung, schön mit LA im Hintergrund. Der reizt mich auch. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und das sind schon, ich hätte das nicht gedacht, ich wollte Louis Vuitton eigentlich nicht so Düfte kaufen, aber gefallen mir wirklich sehr gut. Bis jetzt alle, die ich unter der Nase hatte oder auch die ich habe, gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. So, das war meine Top 5. Ich denke mal, für den Sommer Ladykiller werde ich auf jeden Fall nochmal Teil 2 machen. Also Leute, haut rein, bleibt gesund. Ich muss jetzt mal gleich ein bisschen husten, weil ich bin noch nicht über den Damm, sag ich mal. Aber für euch immer am Start, also ihr wisst es. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.